Guten Tag, meine Damen und Herren. Gunnar Kaiser ist von uns gegangen. Er wurde 47 Jahre alt. Gunnar Kaiser war ein sanfter Kämpfer, ein Aufklärer. Er hat in den düsteren Zeiten der sogenannten Pandemie vielen Menschen, Hunderttausenden, vielleicht mehr, Mut gegeben durch seine gelassene Art, durch seine Art, Dinge zu hinterfragen, durch seine Menschlichkeit. Und nun ist seine Stimme verstummt. Wir alle trauern um ihn. Ich habe ihn hier in Köln schon vor einigen Jahren kennenlernen können, habe mehrfach dann auch mit ihm gedreht und war immer sehr angetan von seiner Art, von seiner Menschlichkeit, von seinem Willen auch, die Dinge zu verändern, von seinem Bedürfnis, etwas beizutragen. Und vielleicht war all dies doch etwas viel für seine Konstitution. Wir wissen es nicht, er ist nach schwerer Krankheit wissend von uns gegangen. Er ruht in Frieden. Ich hoffe, dass unser Herr ihn gnädig aufnimmt. Und ich danke dir, Gunnar, für all das, was du für uns getan hast. Du bist jetzt schon der Dritte, mindestens der Dritte aus dem Bunde der Aufklärer, die von uns gehen müssen. Markus Gärtner, Clemens Arvey und nun du. Wir alle wünschen dir an deinem neuen Ort alles Gute. Ich habe auch gehört, wen der Herrgott liebt, den nimmt er früh zu sich. Und Gunnar, du fehlst uns und wir sind mit dir und deiner Familie.